So, früh morgens, Equivent Klinik. Wir haben schon was vorbereitet. Da seht ihr, Grundnahrungsmittel werden jetzt gepackt. Guckt mal da rein. Und der Alexandro, der ist schon ganz fleißig. Und es geht jetzt zu ganz lieben, meine Kollegin Tiffany. Guten Morgen. Morgen. Es geht jetzt zu den lieben Leuten. Ich hatte euch das erzählt, die in Transsilvanien wohnen, in den Bergen. Und die wollten einen neuen Ofen haben. Hatten sich den Sehnis gewünscht. Natürlich nehmen wir tolle Sachen wieder mit für die Kinder, ein paar Süßigkeiten, Buntstifte und so weiter. Aber dieser neue Gasherd, das ist der Knaller, da werden die sich freuen. Ich dachte damals, die hätten den anderen Ofen gemeint, diesen Holzofen, aber der ist wohl völlig in Ordnung. Es geht um den Gasherd. Die werden übrigens in Rumänien mit Propanflaschen betrieben, ist völlig normal. So Leute, wir sitzen jetzt im Auto. Ich will euch nur mal die Landschaft zeigen. Könnt ihr das sehen da oben? Der Nebel. Berge, Transsilvanien, da oben, dieses. Also, es ist schon, die Gegend ist immer wieder beeindruckend. Ja, viele sagen jetzt auch, ich will Pferde sehen, ich will Hunde sehen, ich will Tiere sehen, er filmt die Natur, aber ich glaube, das gehört auch mal dazu, ne? Also, da, wo unsere Klinik ist, hier unten im Nordosten, das ist Flachland, da ist öde, da ist nicht viel los. Und wenn man da mal so nach Transsilvanien reinfährt, um eben auch da was zu machen, dann ist das für uns auch mal so ein kleines Highlight. Weil es einfach schön ist. Die Landschaft ist so schön, aber manche Menschen sind so bitterarm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die haben auch keine Chance, da rauszukommen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht wollen, sondern die können nicht, weil die keine Perspektive haben. Absolut egal, was für einen Job die machen wollen würden, es gibt ihn nicht. Hinten geht die Straße weiter. Ja, ist ja auch, weiß ich nicht, man zeigt immer so von den Stallungen und von den Leuten und das ist der kaputte Herd. Aber so bei Rumänien berichtet man so wenig, ne? Aber das fordert eigentlich auch keiner. Kaum jemand sagt mal, zeig mehr von Rumänien, Markus. Höre ich eigentlich nie, wenn ich ehrlich bin. Rumänien übrigens ist flächenmäßig, nur mal so, das ist auch mal ganz interessant, das kann ich ja eben jetzt reinbringen. Pass mal auf, Leute. Da gibt es ein so ein Thema, was sowieso unheimlich erdrückend ist. Das Thema Wolf. Rumänien ist flächenmäßig ungefähr drei Viertel von Deutschland. Jetzt gibt es aber einen ganz elementaren Unterschied. Rumänien ist nicht Kleindeutschland, sondern Rumänien ist ein eigenes osteuropäisches Land mit einem Riesengebirge mit den Karpaten. Rumänien hat offiziell, glaube ich, nur knappe 20 Millionen Menschen. 19, und. Also man könnte sagen, fast nur oder etwas mehr als ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Sprich, wir haben also festgestellt, Rumänien ist fast so groß wie Deutschland, hat aber ganz, ganz wenige Menschen nur. So, von diesen 19,5 Millionen, sage ich jetzt mal, sind aktiv permanent 3,5 Millionen ständig im Ausland. Die kommen nicht zurück. Die leben in Griechenland, die leben in Deutschland, die leben in, was weiß ich, wo, Spanien und arbeiten da. Die sind in Lohn und Brot und sind praktisch nicht mehr verfügbar. Für Rumänien ist das relativ schlecht, weil diese Arbeitskräfte, die Fachkräfte, die fehlen hier. Geht jetzt nicht um Bettler in der Fußgängerzone. Ich rede wirklich von Leuten, die angestellt sind. Das heißt, diese guten Fachkräfte sind nicht mehr da. Da bleiben übrig ungefähr 16,5 Millionen Menschen, die permanent hier anwesend sind. Davon sind sehr viele Kinder, Kranke, Alte, Schwache. Was ich sagen möchte, ist auf gut Deutsch, es touren gar nicht mal viele Menschen rum hier in Rumänien. Es gibt also sehr, sehr wenig Menschen hier. Es gibt aber diese Ballungszentren, das heißt Großstädte wie Cluj, Bukarest, Suceava, Iași, Brașov, Oradea ist auch sehr groß. Da leben also die Menschen zusammen und zwischendrin sieht es dann so aus. Natur, 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 Natur. Nichts außer Natur. Hier gibt es Bären und Wölfe. Ja, was ich euch damit sagen möchte, ist, dass solche Wildtiere wie Bär und Wolf hier natürlich ein gigantisches Naturparadies haben, hunderte von Kilometern wandern und laufen können, ohne auf einen Menschen zu treffen. Jenseits dieser Hauptstraße, links, rechts sind Häuser und danach kommt dann nichts mehr. Nichts. Und das ist der Unterschied. Und deswegen kann man auch immer nicht Deutschland vergleichen mit Polen oder mit Rumänien. Das ist eine völlig schwachsinnige Diskussion, die ständig, Thema Wolf, aufgemacht wird in Deutschland, sagt, ja, in Rumänien leben die Leute auch im Frieden und Einklang damit. Leute, Leute, also ich bin jetzt seit 15 Jahren hier. Wenn hier Wölfe kommen oder reißen ein paar Schafe,
dann leben die nicht im Frieden und Einklang damit. Die Leute schnappen sich so Saunspieße, Forken, Schippen, Spaten und wenn die es nicht schaffen, dann holen sie Jäger. Die lassen sich nicht am Kopf rumtanzen. Also das immer so von wegen. Und die kommen so gut klar mit den Bären. Hier gab es unheimlich Bärenattacken. Wo wir jetzt hinfahren, hier in die Berge, Vatradorne, da gab es auch letzten Bär. Da wurde der Bär war sehr übergriffig. Der ging unüblicherweise auch an die Häuser ran und machte Theater. Und schien nicht so ganz normal zu sein, keine natürliche Scheu zu haben. Die haben Jäger geholt und den erschossen. Da wurde nicht groß diskutiert, dieses Risiko, dass da irgendwo ein Kind morgens auf dem Schulweg zerpflückt wird. Da sind die jetzt gar nicht eingegangen. Und ich rühre das jetzt mal in diesen Film mit rein, gibt natürlich eine mega Diskussion, wie kann der Rabe das sagen? Ich habe das aber letztens schon mal in so einem Spruch gesagt, also wenn ich zu Hause irgendwie Probleme hätte mit Wölfen, sprich Wölfe würden kommen und meine Pferde angreifen und auffressen, dann würde ich nicht vor Glück überlaufen und sagen, wie toll das ist, dass die Natur jetzt hier mich sanft berührt, sondern ich wünschte, dass ich dann den Mut habe und kann meine Pferde verteidigen vor Wölfen. Also das ist auch so ein Thema. In Deutschland immer versucht, sich zu vergleichen mit ganz anderen Situationen. Und wir sind nicht Afrika, wir sind nicht Südamerika, wir sind auch nicht Rumänien und wir sind nicht Transsilvanien, wir sind nicht die Karpaten. Und man braucht in Nordrhein-Westfalen keinen Wolf oder in Niedersachsen oder sonst was, das ist alles Blödsinn. Die Tiere haben ja auch nicht da ihr natürliches Habitat und den Freiraum, das beißt sich ja, das wünschten wir uns. Aber es ist ja gar nicht so. Also auch der Wolf ist ja nicht glücklich in unseren Regionen. Und das gibt noch ein Riesenproblem in den nächsten Jahren. Ja, auf den letzten 1000 Meter wurde einem bewusst, dass man im Winter bei 1,20 Meter Schneefall und Eiseskälte die wirklich nur noch mit massiven Geländefahrzeugen erreichen kann. Man macht einen Fehler, wenn man glaubt, dass da alles in Ordnung ist. Nur weil die Landschaft schön ist. Wir Menschen sehen eine wunderschöne, idyllische Landschaft. Wir sehen Weiden, Blümchen, Bäume, Berge, da drin eine Hütte und denken, oh, das ist der ideale Traum. Die Realität ist aber eine ganz andere. Als wir dort waren, hat die Mutter sehr viel geweint. Ich habe das nicht gefilmt. Sie ist depressiv. Ich glaube, in Deutschland wäre sie in Behandlung, weil sie depressiv ist. Sie ist völlig alleine. Sie hat ihre beiden Kinder. Sie hat einen Ehemann, der Mann ist den ganzen Tag unterwegs mit einer kleinen Schafsherde, der geht früh morgens und kommt spät abends wieder, ein Sozialkontakt findet nicht statt und sie hat kein fließendes Wasser, sie muss weit laufen zum Brunnen, sie muss sich ihre Wasserreserven ranholen für den Tag, teilweise hat man mit Ratten und Mäusen zu kämpfen, auch im Haus. Sie hatte, als wir da waren, kein Telefon, wir haben dann ein neues Telefon besorgt, so ein kleines aufladbares Handy, das sie uns auch immer erreichen kann. Sie erzählt, wie im Winter die Schafe verstorben sind an einer komischen Krankheit. Es ist ein bitter, bitter hartes Leben. Der Luxus, den sie hat, ist ein Gasherd, der mit einer Propanflasche funktioniert, die man von weit her holen muss. Und unser Programm wird jetzt in dieser Region intensiviert, weil diese Menschen auch wirklich Hilfe verdienen. Auch einfach mal einmal die Woche einen kleinen Lebensmittelbus, so eine Art Nottaxi, was dann auch mal eine neue Propanflasche bringt. Kartoffeln, Gemüse, Grundnahrungsmittel, das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen ein kleines Gespräch, ein Sozialkontakt. Ja, wir sind ja jetzt hier im Haus angekommen und kümmern uns erstmal um die Hunde. Zwei ganz alte Hunde. Ihr seht schon, das sind beides diese Hütehunde hier, ziemlich verlotterter Zustand, aber naja, deswegen sind wir ja hier. Das sind ganz alte Kameraden, die geerbt haben. Ja. Ich habe manchmal so Dinge, da kann ich jetzt gerade nicht so drüber sprechen. Auffällig war der Zustand der Hunde, sehr verlottert, sehr schlecht, sehr ungepflegt und auch beide Hunde waren völlig abgemagert. Wir hatten natürlich Hundefutter an Bord und die Frau hatte auch ein schlechtes Gewissen uns gegenüber und sagte letztendlich, wir teilen, was wir haben und das, was wir haben, waren die Lebensmittel von euch. Also da ist ein großer Bedarf und wir werden da jetzt viel unterstützen. So, wir klären gerade viele Situationen, vor allem konnten wir jetzt schon mal klären, dass es diesen Hunden hier besser geht. Und ja, es ist teilweise auch schwer zu greifen und in Worte zu fassen, wenn man sieht, in was für einer schönen Landschaft die leben
aber bitterarm sind. Diese Frau kann nicht weg, sie kann mal nicht in die Stadt, die ist hier mehr oder weniger gefangen. Der Mann, der Ehemann, ist Schäfer, der ist irgendwo unterwegs und hütet Schafe im Lohnauftrag für andere. Die sitzen hier fest und haben ohnehin wirklich nur ein paar Euros im Monat, die als Schäferhelfer verdienen. Das ist schwer, Leute, das ist ganz schwer. Und das Wichtigste ist ja, dass die Kinder zur Schule gehen und das tun sie beide. Die Kleine ist Ziel und das hier ist die große Schwester und die ist heute zu Hause geblieben, alleine nur aus dem Grunde, damit sie jetzt sieht, was es hier gibt. Und wir haben es ja noch gar nicht gegeben, das Auto ist ja doch voller toller Sachen. Das ist übrigens ein Wohn-, Küchen-, Schlafraum. Ihr seht, da ist ein Bett, hier ist ein Tisch, da ist ein kleiner, da ist ein kleiner Tisch auch, da ist ein alter Fernseher, war auch eine Sachspende, funktioniert aber gar nicht, also ist gar nicht angeschlossen. Ja, ihr seht, hier ist noch ein bisschen was zu tun für uns. Das ist die Eingangstür. Dahinter ist ein weiteres Zimmer, ein Schlafzimmer. Oh, das ist jetzt hier so ein Vorraum, da seht ihr, sind die Gasflaschen. Hier ist es ein bisschen mit Plastik zugemacht, der Balkon, dann kann man das auch mal sehen. Und ja, das ist die Tür, das ist die Haustür. Wenn ihr das mal seht, wie so Häuser gebaut sind, die fallen alle auseinander. Das ist Lehm. Ja. Okay, are you happy? Ja, okay, super. Ja. Ja, denkt auch, was filmt er mich, ne? Was filmt er mich? Da kommt auch schon die Tiffany. Und die hat Lebensmittel, Grundnahrungsmittel. Da ist der Alex und bringt noch Sachen. Da gibt es auch was. Für das Kind und Hundefutter. Und Mirella macht, was sie am besten kann. Die ist bei den Tieren. Kuplacere. Kleine Prinzessin, ne? Ja, Leute. Das ist es. Super. Und um nichts anderes geht's, Leute. Nur darum. Das ist der Grund. Deswegen. Kriegen der Klein. Tiffany, bist du jetzt so ein bisschen neidisch, weil du keine Eisenbahn hast aus Holz? Ja. Für mich ganz schwer. Aber wenn du ganz fleißig arbeitest. Weißt du, wie ich groß bin? Nein, wenn du ganz fleißig arbeitest, Überstunden machst, dann kann ich mir auch irgendwann eine Holzeisenbahn kaufen. Also, da soll man einer sagen, hier in Rumänien geht nichts voran hier mit der Infrastruktur, Autobahn und Schienenausbau. Es läuft. So, dann könnt ihr auch mal sehen, dass hier alles ankommt. Nicht nur Süßigkeiten für die Kinder, auch so ganz normale, wichtige Sachen. Es kommt alles an. Auch der Kaffee kommt hier an, Leute. Ich habe gedacht, die Tochter, die bleibt hier. Oder die ist heute hier, weil wir kommen. Jetzt sagt Andrea gerade, nee, die streiken. Tell me again, the school is closed? The school is closed because the professor are on general strike. They don't. Ach, hier ist so ein Generalstreik. Ich kenne das ganz oft, dass wenn wir kommen und uns ankündigen, dass die Kinder dann extra da sind, weil die sich freuen, dabei sein wollen, dass sie dann im Grunde genommen schwänzen, auf Deutsch gesagt. Nee, seit 3 Wochen hört ihr die Schulen geschlossen hier in Rumänien. In Complete Romania? Complete Romania, ja. National? Yes, from two, there are 2 or 3 weeks now. But I think today they gave up. Ah, habt ihr gehört? Auch hier wird gestreikt, seit 3 Wochen jetzt hier Ausnahmezustand. Ja, und wo Markus Rabe anhält oder wo Äquivalent aufschlägt, da kommen natürlich Leute hinzu und auf einmal kommt jetzt ein Auto angefahren mit einem Pferdehänger. Ich weiß aber, dass der Mann wusste, dass wir heute hier sind und er hat darauf gewartet, weil er sagt, er hat ein Problem mit dem Pferd und wenn die Tierschützer da hinkommen und bringen einen Ofen für die Leute, dann möchten die sich auch bitte mein Pferd mit angucken. So kommt diese Situation zustande und ihr müsst überlegen, wir sind hier irgendwie
3 Autostunden von unserer Tierklinik entfernt. Also man kennt uns mittlerweile. Ich gehe jetzt mal hin. So, das ist der Aaron. Der Aaron ist ein Hengst und der hat ein kleines Rolleproblem. Und der Besitzer, der war schon überall und keiner kann ihm helfen. Und das ist natürlich eine interessante Sache. Imposante Erscheinung, ne? Aber ich glaube, der Typ hat seinen Pferd richtig lieb. Weil irgendwie die beiden, die harmonieren unheimlich miteinander. Und jetzt sieht der Aaron, da kommt das Mädchen, das ist eines der Kinder, die wir betreuen. Und das ist ein ganz aufmerksamer Hengst. Und glaubt mir, der hat nichts Böses. So, jetzt frage ich den Kollegen mal, was er mit seinem Pferd macht. Ich war aber die Antwort so begeistert. What are you doing with the horse? Nothing. Hobby. Hobby, ja. Hobby. Nichts. Training. Ach, du hast dreimal erklärt, nichts. Ich sehe mal, wie nichts, nichts. Ja, Hobby. Er hat eine Kutsche und fährt durch die Gegend durch den Wald. Er guckt sich den Wald an, zusammen mit dem Bruder. This is Aaron and the brother is? Aslan. Aslan. It's identical. Okay, Aslan brother. Sounds Türkisch. Turkish Lion, no? Ja, türkischer Löwe. Ah, Aslan. Ja, Leute. Und das trifft man hier in Rumänien. Guckt euch den an, den Kerl. Der hat sich mit seinem Bruder gestritten, aber er sagt, das ist Spielerei, dass die eben immer so was treiben. Ne? Seht ihr das am Hals? Da könnt ihr das mal sehen. Also so beißen die sich, die Hengste, untereinander, um zu spielen. Und er sagt, dann haben die Spaß ohne Ende. Ne? Und prügeln sich und jagen sich und ja, das sind, also, der hat einen großen Stall, der ist, hat er mir erklärt, Tiffany, ist frei, ne? Ist wie ein Offenstall. Ein Offenstall, ja. Also hier in Rumänien. Also wir haben hier in Rumänien 2 Hengste, die zusammenleben in einem Offenstall mit jemandem, der damit nur spazieren geht. Ja, Leute, sag da jetzt noch mal was zu. Und der Ernährungszustand, ja, ich weiß, was jetzt wieder für Kommentare kommt, viel zu dünn, Markus. Ja, und das, was ihr da seht, ist natürlich auch ganz wichtig, ne? Der soziale Kontakt, die Gespräche, aufklären, wie läuft es mit der Schule, gibt es regelmäßig Essen, klappt die Versorgung. Und auch das ist ja eine Problemfamilie, auch in Rumänien. Ich meine, nicht umsonst greift unser Programm. Das ist ja nicht, weil wir Langeweile haben. Das ist schon, weil es da wirklich Gründe gibt, da auch immer wieder hinzufahren, zu kontrollieren. Und ich kann das immer nur wiederholen, es geht um die Kinder. Dass sie eine faire Chance haben, lesen und schreiben lernen, gesund und gewaltfrei aufwachsen. Alles das ist wichtig. Ja, nachdem wir nochmal deutlich auf das Thema Hundeernährung eingegangen waren und ein kleines Konzept mit der Mutter entworfen haben, wie wir das auch nachhaltig kontrollieren können, dass es den Hunden bald besser geht, muss ich deutlich sagen, die Hunde waren in keinem sehr guten Zustand, aber das wird sich ändern, den Leuten immer eine faire Chance geben und bedenken, die haben selber nichts. Da haben wir uns alle an einen Tisch gesetzt und haben ein Konzept niedergeschrieben, was wir jetzt tun können, verschiedene Stichpunkte, die wir abarbeiten, und das ist nicht nur jetzt die regelmäßige Kontrolle, sondern das ist auch wirklich Hilfestellung. Es gibt 2 Punkte, die mich sofort ein bisschen gestört haben. Das eine ist, dass kein fließendes Wasser auf dem Grundstück ist. Ich rede jetzt hier nicht von Top-Toilettenhäusern, aber zumindest mal ein Wasseranschluss, dass man vielleicht auch mal eine Waschmaschine anschließen könnte. Es gibt hier so Bio-Waschmaschinen, da kippt man oben Wasser rein. Die sind umweltverträglich, ist ein ganz anderes Konzept als in Deutschland. Die kann man wirklich einfach so irgendwo hinstellen. Und die kann nicht die Wäsche waschen, die muss zum Fluss runter. Das klingt lustig, ist es aber nicht, Leute. Vor allen Dingen nicht mit 2 kleinen Rabauken mit Kindern. Dann hatte ich einen Fehler gemacht. Ich dachte, sie hat 2 Töchter. Nein, die Tochter, die ihr hier in dem Film seht, das ist die Große. Und es gibt noch einen kleinen Sohn, 4-jährig, der war aber mit dem Vater unterwegs. Wir haben also wirklich uns ganz viele Gedanken gemacht und werden versuchen, jetzt hier massiv zu unterstützen. Die Mutter ist ziemlich fertig, die ist am Ende, die ist nervlich auch wirklich am Ende. Wir werden die Situation verändern, werden da gucken, dass sie so ein bisschen auf die Beine kommt. Und ich sage es ehrlich jetzt, ich werde auch den Fernseher reparieren. Wenn nicht, kaufe ich eben 9. Weil das war wenigstens so ein bisschen, was im Hintergrund läuft und sie sehen kann, was in der Welt, in Rumänien los ist. Die ist völlig abgeschnitten, die hat nicht mal ein Radio, die kriegt nichts mit. Könnte morgen der Krieg ausbrechen, sie wüsste es nicht. Und das kann und darf nicht sein in der heutigen Zeit und das macht sie auch fertig. Sie hört den ganzen Tag keine Stimme, außer die der Kinder und abends spät, wenn es dunkel ist, den Mann, der dann nach Hause kommt und was auf dem Tisch haben möchte, wie das so ist. Ne?
Ich glaube, viel Unterstützung hat sie da nicht und daher werden wir jetzt die Unterstützung werden. Ich danke allen Menschen, die mit uns gehen. Ihr könnt helfen. Ganz einfach eine kleine finanzielle Spende. Einfach nur Spende schreiben. Es kommt schon richtig an, Leute. Dafür kennt ihr mich. Wir werden versuchen, jetzt hier zu helfen und ich werde auch in diesem Jahr weiter berichten und unsere Fortschritte zeigen. Vergesst nicht, Leute. Die Landschaft ist wunderschön. Ja, jeder von uns hätte gerne ein Ferienhaus dort, aber jeder von uns hätte auch gerne morgens eine Tasse Kaffee, hätte elektrischen Strom, könnte aufs Klo gehen, könnte unter die warme Dusche springen und wird abends in seinem Sessel sitzen und Fernsehen gucken und hätte vielleicht sogar Laminat oder Fliesenfußboden. Alles das haben die nicht, vom Lehmfußboden bis sonst was. Es ist hart, Leute. Es ist wirklich hart und wir werden helfen und gucken, dass die Kinder die Schule durchziehen. Denn diesen Teufelskreis des, ja, der Analphabeten zu durchbrechen, die Eltern sind Analphabeten, man muss es so sagen, sie können nicht lesen und schreiben. Und die Kinder müssen die letzte Generation sein, die, ja, oder die erste Generation besser gesagt, die jetzt endlich dann lesen und schreiben können. Und da sind wir auf dem besten Wege und wir bleiben dabei und ihr helft uns. Liebe Grüße aus Transsilvanien. Ciao, euer Markus Rabe und das fantastische Team Equivent. Die Schmiede ohne Grenzen.